Was ist das? Kurzer Kälteeinbruch. Nimm doch die Futterstelle, bitte. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Ich hasse ihn. Naja, was soll man sagen? Ich meine, ich habe ihm Stacheln aus dem Rücken rausgezogen. Fand er halt unlustig. Woher soll ich denn wissen, dass der das nicht so schön findet? Scheibenkleister. Ach, Menno. Na gut. Too late. So, haben wir jetzt immer noch eine Pflanze? Wo ist denn das letzte Ding? Oder, ah, jetzt haben wir sie. Oh Gott sei Dank. Hab ich mir echt schon ein bisschen Gedanken gemacht, ne? So, ein Onbu-Doktor. Ich weiß nicht, ob wir für den auch... warte mal, ob wir für den auch... Ach, den kann man hier nicht hinpacken, oder was? Doch, doch, kann man schon machen, ne? So, guck mal. Da machen wir das dann. Hey, wie schaut's denn aus? Willst du dich nicht hier nochmal Interaktion? Befiehlt Ombo, eine Pause zu machen. Platz. Nein, lass mich. Oh, Menno. Du bist ein ganz schönes Stinktier. Unglaublich. Was ein Typ, ja. Aber wirklich. Gut, so, naja. Dann müssen wir das Vertrauen erstmal wieder aufbauen. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber das kriegen wir dann schon hin. Oh, guck mal. Oh. Kurzer Temperaturabfall. Ja, es ist jetzt mal kurz ganz kalt. Jetzt müssen wir mal schauen. Mistsammler, Dekontaminator, bekämpft die Verbreitung giftiger Pflanzen. Naja, nachdem das jetzt erstmal wieder vorbei ist, versuch's mal mit Füttern. Ja, das stimmt schon. Liebe geht durch den Magen. Du hast ja recht. Aber ich habe noch nichts zum Füttern. Doch, habe ich. Ich habe nichts. Ich habe nichts gesagt. Ich weiß nicht, was da gerade, wer da gerade was gesagt hat. Keine Ahnung, ich war's nicht. So. Ich war's nicht. So, Onbu-Küche. Machen wir zum Doktor mit dazu und das Futterkatapult. Yeah, geil. Ja, super, mega gut, ne? Das müssen wir uns gleich mal geben, ey. Na, macht's. Jetzt ruhst dich aus, ja, oder was? Ah, nee, er hat was zu fressen gefunden. Okay. Wie soll ich ihn denn füttern und glücklich machen, wenn der halt einfach schon mal weg ist? Oh, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, ne? Hier, guck mal. Stelle Expeditionstrupp zusammen. Kundschaften. Das ging nämlich schnell. Bereits erkundet, sehr schön. Dann nehmen wir hier, was sind das hier? Nomaden, eine Gruppe von Nomaden, das ist cool. Dann werden wir gleich mal, haben wir denn schon hier 38% der Mistsammler. Das heißt, wir können doch jetzt eigentlich, bitte. Genau. Wir brauchen dafür aber mehr Bretter und Steinplatten. Okay, also wir müssen schauen, dass wir irgendwie die Steine zusammenkriegen. Sind da jetzt irgendwo Stacheln dabei? Nee, ne? Das ist gut. So. Dann machen wir das jetzt so. Kann man jetzt eigentlich sagen, pass mal auf, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt hier so eine Hütte hin oder sowas, ne? Kling. Du bist auf eine kleine Gruppe von Nomaden gestoßen. Ja, nehmen wir. Drei gesunde Menschen, ne? Das ist doch schon mal was. So.
Ich habe gerade keine Peilung, wo wir das jetzt am besten hinpacken. Wir machen jetzt hier mal zwei Hütten hin. 5 Holz. Holz haben wir eine ganze Menge, weil dann würde ich jetzt nämlich tatsächlich erstmal hier schauen, dass wir nochmal 2 Zelte hinpacken, dass einfach alle, ja, was haben, ne? So, dann brauchen wir wieder hier, guck mal hier, Siedlungsruine. Ui, Bergwerk, da müssen wir auch hin. Meint ihr, es macht Sinn, dass wir dann vielleicht sogar mehrere Kundschafter machen? Schon, oder? Wäre schon cool. Was kann man eigentlich noch machen? Polenta. Okay. Krass. Da können wir hier jetzt dann auch sagen, was wir machen? Kaktus, Mais. Temperatur. Eisig. Wachstum. 200% Zersetzung. Okay, also die mögen das wahrscheinlich ein bisschen kälter. Kann das sein? Ich habe keinen Plastenschimmer, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Schnell wieder raus. Haben wir erforscht? Ja, perfekt. Bergwerk. Ich baue dir jetzt noch ein zweites, weil ich das einfach super cool finde, dieses Kundschafter-Ding. Sägewerk. Ja, dann machen wir das doch einfach mal, ne? Hornbläser. Kundschafter, wo waren der jetzt? Mistsammler. Okay. Tja, was soll man... Es ist schon mega cool gemacht, ne? Das musst du hinten aufbauen, weil hier halt die Kacke rauskommt. Das ist echt genial, ne? Auch das mit dem Futter, ich mach das mal nochmal aus. Dass die Futterkanone hier vorne hingebaut werden muss oder das Katapult. Auch das finde ich wahnsinnig cool. Was macht dann jetzt? Ach, er ist müde. Okay. Kundschafter sind. Ja, super. Finde ich gut. Dann haben wir jetzt nämlich tatsächlich ein bisschen Zeit, um hier die Siedlung noch mitzunehmen, die doch ein bisschen weiter weg ist. Und wir haben mal wieder die Kreuzung verpasst. Kurze Hitzewelle. Aber das ist Gott sei Dank nicht mehr Aufgabe, dann bin ich ja froh. So, was haben wir jetzt da? Die Kräuter. Okay, da müssen wir die Pilze noch anbauen, ne? Pilze. So. Nee, nicht abbauen. Nicht abbauen. Nein. Das machen wir nicht, dann machen wir hier nochmal weniger. Das ist ja kein Problem. Auch das wird nicht abgebaut. Der schimpft und meckert ja eh schon so viel mit uns. Dann lieber hier irgendwie so. Gucke mal, dann können wir das doch hier so machen, ne? Und dann machen wir da nochmal. Der ist ja schließlich groß, der wird bestimmt weg. Ja, morgen, Toshi, ne? Ciao, bis morgen. 18:30 oder so. Ne? Wir wollten morgen weiter streamen, Icarus. Don't forget. Ich hoffe, das hat er jetzt noch gehört. Also, dann morgen nicht. Okay, gut zu wissen. Dann mache ich morgen was anderes. So schaffen wir das nie. Ja, ich glaube auch. Gut, gutes Nächtle bis morgen. Ciao. So. Also. Da. Erwarte Entscheidung. Sie sind auf eine Gruppe von Siedlern gestoßen. Ja. Hungrige Menschen. Das ist in Ordnung. Mehr Bedürfnisse. Das ist in Ordnung. Dann nehmen wir jetzt erstmal den Steinbruch, ne? Und dann gucken wir mal. Also, da hättest du dich ausruhen können, du Nase. Mensch. Und was heißt das? Was wollen die jetzt? Gute Frage, nächste Frage, hä? Sie haben 12 Steine mitgebracht. Das ging ja schnell. Cool. Dann nehmen wir jetzt das Bergwerk.
So. Zip, 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 zip. Das sieht hier doch alles schon mal richtig, richtig cool aus, ne? Das ist doch schön. So, Steinmetz Zimmermann. Mistsammler, das ist alles soweit. Dorfarzt. Hütte, genau. Ah, guck mal, jetzt haben wir ja hier die Hütten. Das heißt, wir können doch im Prinzip mal hier da die zerstören. Abreißen, genau. Dann können wir nämlich nochmal eine neue Hütte hinbauen. Und wir machen hier mal noch jemanden rein. Ich denke, das ist ein bisschen zu wenig. So. Da ist leer. Kriegen wir den da hinten? Das ist die Frage, ne? Das ist eine Düne. Boah, Wahnsinn. Siedlungsruine, Siedlung. Allein, weil die schon so lange brauchen, ne? Fände ich cool, wenn wir noch einen zweiten machen würden. Hier sind auch schon zwei drinnen. Ah, gucke mal. Und dann Interaktion, Inventar. Onbu Verstopfungsmittel, Onbu Apfelmittel, Onbu Futter. Interaktion anzeigen. Ah ja, okay, dann können wir zu wenig Ressourcen. Das ist schon klar, aber coole Sache ist es, ne? Hütte wurde errichtet. Ja, schön. Weil dann können wir nämlich jetzt auch das hier dann abreißen, ne? Und sobald wir das abgerissen haben, was ist das jetzt hier? Frische Luft, frei von Giftstoffen, ja. Können wir nämlich hier jetzt dann nochmal eine Hütte hinbauen. Und dann haben wir hier Wohnqualität, nämlich 2, Anzahl Betten 6. Dann haben wir 24 Betten schon mal. Heißt, wir brauchen noch 2 Häuser. Und dann haben wir sogar noch Platz für welche. Cool. So, jetzt hoffe ich ja, dass wir dann irgendwann mal was zum Futtern haben. Und stärkt das Vertrauen in dich. Ja, so wie der Toshi sagte, ne? Hat ein neues Biom. Oh. Hitze. Okay. Bereits erkundet. Oh, das ist natürlich jetzt nicht so schön, ne? Aber das heißt jetzt, dass wir hier Kakteen anbauen können. Ah ja. Okay, das heißt, die Kakteen fühlen sich jetzt natürlich besonders wohl, logischerweise, ne? Hat Sand mitgebracht. Ah ja. Das ist ja cool. Guck mal, da müssen wir sie ohne Oase. Die Oase, eine Oase mit frischem Wasser. Jetzt bin ich natürlich da jetzt erstmal hingegangen. Der ist so schlau, wa? Was ist eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich würde Kompost hoffen? Gallensaft-Extraktor. Okay. Ja, mach halt das. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier unten... Kann ich nur einen Kundschafter bauen? Ich glaube, ich kann nur einen Kundschafter bauen, ne? Nee, da unten ist er. Ich würde nämlich gern hier nochmal einen bauen. So, pass auf. Was machen wir da? Oh, da ist ein Mutterbaum. Das ist nicht so schön. Also doch schon schön. Ich finde es cool, dass der da ist, aber das ist, wenn der gewachsen ist, dann verteilt der halt Setzlinge, ne? Ist natürlich die Frage, inwieweit es dann für uns nützlich ist, wenn die Setzlinge da drüben... Oh, und wo füttern? Ja! Ey, wie geil ist das denn? Das sieht gut aus. Ja, cool. Schön. So, wann kommt die nächste Kreuzung? Da. Okay. Hi, hallo Blacky. Schön, dass du auch da bist. So, sind die jetzt hier schon fertig gewesen? Oh ja, tatsächlich. Lass uns mal schnell noch die... Oh, ganz schnell noch. Ah, sind die schon... Oh ja, cool. Volle Anzahl. Und da ist auch volle Anzahl. Ja, dann können wir jetzt 2 Expeditionen losschicken. Oh Gott sei Dank. Was ist das? Extreme Hitze und ein schöner Schlafplatz. Okay. Jetzt wäre ich natürlich schon neugierig, was uns im Norden erwartet. Das ist ja schon faszinierend, ne? Was haben wir jetzt gefunden? 18 Brot. Finde ich in Ordnung. Kann man mitnehmen. Hallo, schön, dass du da bist.
Okay, also. Die brauchen ja so einen Moment. Ich hoffe, dass die jetzt nicht einfach so verschwinden. Das wäre jetzt tatsächlich ein bisschen komisch. So. Verschluckt von der Welt. Also, wir hätten hier ein warmes Plätzchen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht für Onbu, aber hier hätten wir die extreme Hitzewelle. Gut, wir haben jetzt mit den Kakteen jetzt nicht unbedingt so schlecht. Wasser haben sie mitgenommen. Dann nehmen wir jetzt hier die Düne. Was sind das hier? Sind Nomaden? Was ist jetzt? Nomaden nehmen wir auf, ne? Das ist cool. Was ist da? Bergwerk. Okay, können wir das hier schon? Kundschaft, keine Kundschaft. Die sind weg. Die sind einfach weg. Scheint unsicher zu sein. Ja, ich bin auch mir unsicher. Wir gehen jetzt aber nach Süden. Oder er entscheidet, wo wir lang gehen. Ist auch kein Problem. So, wo sind denn die anderen jetzt? Sind die jetzt tatsächlich einfach weg? Sind die jetzt einfach tot? Volle Anzahl benötigt. Kundschaft. Ich habe keinen blassen Schimmer, was jetzt passiert ist, ne? Waren die jetzt tatsächlich einfach weg? Kein Kundschafter verfügbar. Hätte ich vielleicht doch einfach halten müssen? Oh Gott, ich habe sie umgebracht. Keine Ahnung. Erwarte Entscheidung. Ja, bitte. Nach einer langen Wanderung kommt die Gruppe an eine schlammige Stelle in der Wüste vorbei. Ein mutiger Kundschafter will sich die Stelle genauer ansehen und inspiziert sie. Sekunden später steht er knietief im Treibsand. Keine Zeit zu verlieren, wir müssen schnell helfen. Es ist gefährlich, hineinzugehen. Die Rest der Gruppe soll etwas suchen, um ihren Fall rauszuziehen. Es ist gefährlich, es gibt nichts, was wir tun können. Wir müssen schnell helfen. Beim Versuch, Hilfe zu leisten, wird die ganze Gruppe vom Treibsand verschluckt. Landen sie in einer uralten Höhle unter dem Treibsand. Upsi. Ich glaube schon. Ja, doch, definitiv. Nein, nein, das ist die zweite Gruppe. Die andere Gruppe habe ich hier hinten irgendwo verloren. Also, wenn ich jetzt Pech habe, eigentlich, ne? Weil eigentlich müsste hier eine sein. Volle Anzahl erwartet. Erwarte Entscheidung. Oh Gott, nochmal. Ach so. Wir können ein paar unserer Nahrungsmittel tauschen. Haben wir nicht, im Lager. Deine Kundschafter treffen auf eine Gruppe von Leuten aus... Ja, hier, bitteschön. Wir haben zwar jetzt ein bisschen Wasser verloren, gerade in der Wüste eigentlich voll die dämliche Idee, aber ein bisschen Glas und Eisen als Dankbarkeit ist doch ganz nett. So, wir wollten... wir machen jetzt hier mal zerstören und zerstören, damit wir jetzt nochmal eine Hütte hier hinbauen können. Oder auch nicht. Zerstören sie das jetzt doch nicht? Okay, dann halt nicht. Wo bauen wir denn jetzt eine Hütte hin? Dahin. So, Steinbruch. Ja, dann machen wir jetzt erstmal den Steinbruch. Ist verhungert? Echt jetzt? Warum? Wieso? Wo ist denn die ganze Nahrung hin? Moment, warte mal. Was? Wie? Also, warum? Hier ist doch... Was? Was zum... Was? Oh mein Gott, was haben wir jetzt getan? Und jetzt, er ist natürlich geradeaus weitergelaufen, weil warum sollte er das nicht tun? Aber okay, es sind alle wieder da. Da müssen wir als nächstes auf alle Fälle. Ist verhungert. Ach, du Scheibenkleister. Mir sterben gerade die Leute weg, aber ich weiß nicht warum. Ja, dann gähn mal, Tierchen. Ich bin gerade völlig... Ach du Scheibenkleister, warum verhungern mir die?
warum ist das Essen plötzlich... Wir haben gerade noch voll viel Futter gehabt, ne? So über 170 Rüben oder irgendwas, ne? Und jetzt, ja, gibt's hier gar nichts mehr. Krass. Ich weiß auch nicht, gut, Bärenmüsli, das wäre jetzt tatsächlich noch was, ne? Dann müssen wir hier mal die... Dann tun wir hier mal die Priorität hoch, dass wir da möglichst schnell die Bärchen zusammenkriegen. Oh, da sind sie wieder. Haben Sand mitgebracht, okay. Du gähnst? Na dann gähn mal. Ist ja kein Problem. Dann kundschaften wir hier mal aus. Wenn die fertig sind, nehmen wir das Bergwerk da hinten. Das ist relativ weit weg. Mal gucken, wie lange wir dann noch überleben, ne? Eieieiei. Kundschafter sind zurückgekehrt. Sie haben 34 Wasser mitgebracht. Ne? Das erfreut mich ja total, ne? Beeren... Aber das Bärenmüsli, ne, das geht ein bisschen langsam. Vielleicht können wir in der Küche ja ein bisschen nachhelfen und ein paar mehr Leute. Haha, Sache, wir haben keine Leute mehr, weil die uns alle weggestorben sind. So, Kakteen, ja gut, mit Kakteen, da kann man ja nur Wasser machen, ne? Ich depp. Mais, wir brauchen Mais. Oh, das war nicht so schlau, ne? Das... Häusle ist fertig, ne? Genau. Wie darf ich dich denn? Ja, hier hast du Chips. Naja, aber Chips sind nicht so besonders. Ja. Banane? Krasse Welt. Ich habe nichts zu essen. Ich habe vorhin lecker gegessen. Ich hab Schnitzel mit Pommes. So, Landkarte. Da sind sie noch am Kundschaften. Dann nehmen wir da als nächstes. Und zack. Haben wir die jetzt angefangen abzureißen? Nö, ne? Achso, nee, abbrechen. Deaktivieren. Abriss markieren. Ach so, da habe ich vorhin wieder irgendwas falsch gemacht, ne? Brot. Ja, da müsste da... Guck mal, 13 Müsli und 16 Brot. Vielleicht kriegen wir den Rest dann doch noch irgendwie geregelt. So, was gibt's noch? Hier gibt's noch was. Schicke Kundschafter, 5 Eisenerz. Okay, und jetzt wird's dann knapp. Schatzelein, wie schaut's denn aus? Magst du nicht noch mal ein bisschen weiterlaufen? Du bist noch nicht... Du bist noch sehr müde, ne? Ob er uns jetzt so weit vertraut, dass wir doch weiterlaufen können? Na, wir lassen ihn weiter schlafen, ne? Ich werde auch immer ganz grummelig, wenn man mich weckt. Wow, krass, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass das doch so... Dass man doch so viel darauf achten muss. Und es kann natürlich sein, ne, weil das Silo dann mit Rüben und sowas voll war, dass das andere natürlich alles verdorben ist. Das heißt, es wäre schon besser gewesen, wenn wir noch ein zweites Silo gebaut hätten. Was mache ich denn da jetzt? Entschuldigung. Das so ist natürlich blöd. So rum wird ein Schuh draus, ne? Also das war vielleicht tatsächlich eher nicht so die gute Idee. So, wie schaut's denn aus? 11% Hunger hast du eine ganze Menge. Können wir ihnen dann gleich was zu essen geben, oder? Wir haben 2. Jo, das ist okay. Da haben wir gleich noch eine dritte. Jo, mehr können wir jetzt hier gar nicht tun, ne? Können bloß mal ein bisschen schneller machen. So, jetzt geht er weiter, ruht sich aus, steht auf, wandert weiter. Okay, und wo füttern? So. Ah, guck, jetzt hat er nur noch 16%. Naja, das ist doch schon mal was. Und jetzt geht er weiter und das heißt, wir können jetzt dann gleich sehen, wo es uns als nächstes hinführt. Ach, schön. Cool. So, Tag 44. Wahnsinn, oder? Wie lange wir schon unterwegs sind.
Also hier macht er jetzt im Moment Mais. Das ist gut. Das heißt, wir können hier jetzt dann anfangen mit Polenta, ne? Jo. Das ist doch gut. Und ein zweites Futtersilo haben wir auch gemacht. Rübensuppe, Bärenmüsli. Ja. Sehr schön. Wassertank. Wir haben gar nicht genug Wasser, dass er das so einplanen kann. Da sieht es auch noch recht gut aus. Wobei hier tatsächlich so ein... Wie schaut es denn hier eigentlich aus? Jetzt haben wir den Steinbruch gleich. Aber ganz ehrlich, ich hätte jetzt tatsächlich lieber das Lagerhaus. Tomatenanbau. Lernen, wie man Tomaten pflanzt und erntet. Tomaten sind sehr hitzebeständig und wachsen schnell, aber benötigen viel Wasser. Ja gut, okay. Das ist natürlich... immer so eine Sache, ne? Ich würde als nächstes wirklich gern... geschätzte Zeit. Baumschule, okay, das ist natürlich auch sehr schön. Steinbruch, Schmelzofen, Förster, okay. Ja, guck, jetzt ist er dann gleich fertig. Dekontaminator. Nee, ich möchte eigentlich tatsächlich das Lagerhaus machen. Mich nervt es nämlich, dass ich keinen Platz habe. So. Haben wir denn inzwischen schon neue Sachen? Ja, da hinten. Schicke Kundschafter, schicke Kundschafter. So. Jetzt ist die Frage, gehen wir nach Süden oder gehen wir nach Norden? Mal gucken. Steinbruch erforscht. Das heißt, wir können jetzt hier an dem Ding, können wir einen Steinbruch machen. Na, das ist doch schon mal was, ne? Da, Steinbruch. Ah, guck. Ah. Sägewerk. Oh. Da haben wir uns ein bisschen vertan, aber das ist nicht so schlimm. Dann machen wir es hier hin. Da kann man das, glaube ich, noch ganz gut hinrichten. So. Zack, zack. Okay, wir können tatsächlich hier nicht wirklich viel... Guck mal, da ist kein Kundschafter verfügbar. Die sind wahrscheinlich noch nicht zurück. Jo. Norden oder Süden? Ich probiere es nochmal. Ah, jetzt hat er tatsächlich auf uns gehört, oder was? Echt? Wie krass. Oder doch nach Norden? Nach Süden? Nach Norden? Ach komm, wir gehen jetzt mal nach Süden. Wir sind die ganze Zeit hier. Keine Kundschafter verfügbar. Wo sind denn die anderen? Wir hatten doch noch mehr. Oder weil sie jetzt alle weggestorben sind, jetzt haben wir keine Leute mehr zur Verfügung, ne? Das kann natürlich sein. So. Tatsächlich, wir gehen jetzt echt mal nach Süden. Wahnsinn. Ah, komm, noch ein Stück. Oh, Gott sei Dank. Haben Wasser geholt. Das ist schön. So, hier. Zack. Zack. Kundschafter losschicken. Wahnsinn. Mega cool. Ich finde es tatsächlich sehr viel fesselnder, wie ich angenommen habe. Es erfreut mich natürlich sehr. Richtig cool. Ach, schön. Toll. Okay. Gut. Hey, ich würde jetzt dann erstmal Schluss machen für heute. Jetzt ist nämlich doch schon relativ spät. Ich mache jetzt 1,5 Stunden. Das ist erstmal in Ordnung für den Anfang. Wenn der Toshi morgen tatsächlich Monkey Island spielen sollte, dann werde ich wahrscheinlich morgen Abend mal das neue Disney-Spiel ausprobieren. Darauf hätte ich auch sehr große Lust, ne? Und dann, ja. Cool, dass doch nochmal welche reingeschaut haben. Dankeschön. Voll schön. Lasst euch gut gehen, schlaft schön. Bleibt fesch, gesund und munter. Ui, ein Schrein. Und ich mache dann hier Päuschen und spiele dann bald mal wieder ein bisschen weiter. So, also, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal, oder? Oh, Giftigkeitsstufe. Aha, niedrig. Eieieiei. Ja, danke schön. Jo. Gute Nächte. Ciao, ciao.